Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. In der Vergangenheit gab es ja einige Let's Plays auf meinem LS22-Server zu sehen und immer wieder kam die Frage auf, wie sehen eigentlich die anderen Höfe auf dem Server aus? Heute gibt es die Antwort darauf. Ich stelle dir einige Höfe meines Servers vor und habe dabei sogar Unterstützung bekommen von den jeweiligen Hofbesitzern. Wir starten wie immer hier von meinem Hof aus. Ich werde gleich diesen kleinen Buggy hier benutzen, um mich von A nach B zu bewegen, weil der ist einfach super fix. Und damit klappt es, glaube ich, ganz gut. Bei einer vierfachen Map ist man ja schon so ein Ticken länger unterwegs, als zumindest auf einer einfachen Map. Da lohnt sich das schon mal. Erster Hof, den wir uns anschauen werden, ist von meinem Twitch-Moderator von Taldur. Und Taldur hat, würde ich mal behaupten, den größten Hof und auch mit Abstand den reichsten Hof. Taldur hat ein aktuelles Guthaben von 58 Millionen. Er hat da eine ganz schön coole, ja, Kette sozusagen aufgebaut. Und ich bin sehr gespannt, wie er uns das gleich vorstellen wird. So, ich komme an. Yibi, hallo. Wie du da schon so mitten auf dem Hof stehst, so richtig fertig. Okay, ja, ich park einfach mal hier so, ja? Ich hoffe, das ist okay. Erzähl doch vielleicht als allererstes mal, was dein Hof überhaupt macht. Also, was du herstellst und so. Ich stelle so einiges her. Ich habe alles, was mit Thema Holz zu tun hat. Also ich stelle Möbel her, ich stelle Leerpaletten her für die anderen Produktionsketten. Ich habe die ganze Papierindustrie, also ich stelle Klopapier her, sehr wichtig, vierlagig, versteht sich? Ja, selbstverständlich. Die ganze Kartonage zum Einpacken der Ware stelle ich her, den Diesel für die Fahrzeuge stelle ich her. Als Nebenprodukt habe ich noch Schweinefutter. Ich besitze eine Kläranlage für eine eigenständige Wasserproduktion, besitze zwei Plantagen, einmal Äpfel und einmal Kirschen, ja. Machst du daraus Säfte? Nee, ironischerweise Honig. Ah, okay. Und halt eben Kirschen und Äpfel. Okay, verstehe. Verstehe. Und Äpfel sind halt auch ein Teil einer Produktionskette zum Boosten. Also so wie deine Kleidung zum Beispiel. Mhm. Ja, und alles andere wird halt verkauft. Mhm. Das ist also der Weg zum Reichwerden. Das ist echt so, ne? Wenn sich jemand fragt, wie wird man reich im LS, dann ist Taldo dafür jetzt das perfekte Paradebeispiel. Weil wie gesagt, er hat, was, 58 Millionen gerade auf dem Konto. Okay, ja. Dann führe mich doch mal rum. Okay, fangen wir doch einfach hier links an. Mhm. Das ist die Zellstofffabrik. Da ist auch eine Fettmod, ja, ne, alles. Ist alles Fettmod, komplett, ja. Der komplette Hof. Okay. Also hier werden die ganzen Kartonagen hergestellt. Mhm. Und das Klopapier. Dann haben wir hier eine kleine Werkstatt auf der rechten Seite. Mhm. Die Gebäude brauchen ja auch alle Wartung. Hast du die Tanker hier als Deko stehen oder benutzt du die? Nee, du benutzt den, ne? Sein Wasseranhänger. Genau, das ist zum Transport des Diesels für die anderen Höfe. Wie schön es gemacht ist, dass du das hier wie so eine Einfahrt gemacht hast. Mhm, das gefällt mir gut. Dann habe ich hier meine Raffinerie mit einem zweiten Diesellager. Hier hinten habe ich eine kleine Baumplantage. Das war mein Anfang. Ich habe mit den Bäumen angefangen, habe mir ein Feld gemacht, habe da ein paar Bäume hingepflanzt, habe dann mit einem Harvester die ganzen Bäume abgeerntet, entastet. Und dann halt eben zum Teil zu Möbeln gemacht und zum anderen Teil habe ich die Baumstämme so verkauft. Mhm. So habe ich quasi mein erstes Geld gemacht. Und ansonsten habe ich dann quasi einfach nur die anderen Produktionen dazu gekauft und habe dann alles quasi zu einer richtig schönen, selbstversorgenden Kette miteinander verknüpft, sodass eines das andere mitträgt. Mhm. Kaufst du überhaupt Produkte noch an von irgendjemandem? Brauchst du irgendwas von anderen Spielern? Nee, gar nicht. Also Nö. Bis auf deine Kleidung und Schuhe zum Boosten der Produktion produziere ich alles selber. Okay. In einem Kreis. Krass. Mhm. Das finde ich sehr hübsch hier mit diesen Häuschen. Sieht sehr schön aus. Ja, das sind doch ein paar Meter. Das ist ja so viel Freifläche auch theoretisch, ne? Ja, das war mir aber ehrlich auch wichtig. Okay. Also ich kenne die anderen Höfe ja auch und ich wollte ein bisschen Platz zum Rangieren und ich mag das nicht, wenn da so Gebäude an Gebäude und Halle dazwischen und dann kommst du mit dem LKW nur gerade so ein bisschen durch. Okay.
Ja, ich weiß schon, dass uns das auf anderen Höfen ganz anders erwarten wird, dass da man extra eng gebaut hat. So, da haben wir das Sägewerk. Mhm. Für die Möbel- und Palettenproduktion, wo du ja auch deine Paletten kaufst. Ja, wichtig. Du warst halt klug. Du hast einfach alles, du produzierst genau alles das, was wir anderen unbedingt brauchen. Das ist halt das Kluge einfach. Ja, aber es war gar nicht geplant. Kam einfach so. Ja, gut, wenn man Holz macht, dann. Holz machen. Ja. Dann macht das Sinn. Ich finde for real, ne, diesen Traktor hier so hässlich. Den Fendt. Das sieht falsch für mich aus, dass der vorne so eine lange Schnauze hat, aber kein Rad mehr. Ja, ein Schönheitswettbewerb wird er nicht gewinnen, aber er ist halt sehr wendig. Da hast du hier das Klärwerk. Mhm. Da ja doch einige Ketten Abwasser produzieren. Ja. Wie zum Beispiel auch die ganzen Schlachtereien zum Beispiel. Mhm. Das wird dann hier halt dementsprechend zu Wasser gemacht, was ich dir dann immer bringe. Mhm. Für deine 250 Wasserlieferungen am Tag. Die anderen brauchen alle nicht so viel Wasser, ne? Ich brauche irgendwie Unmengen Wasser. Ja, die Textilfabrik schlingt halt sehr viel. Und dann plus die ganzen Tiere und Gewächshäuser. So, und zum Schluss habe ich noch eine kleine Schreinerei hier rumstehen. Da werden die Bienenstöcke produziert, die ich wiederum bei den Kirschen und den Äpfeln brauche, um daraus Honig zu machen. Ah, okay. Holzfässer und Holzkisten. Holzfässer für die Bierproduktion. Kisten braucht, glaube ich, der Fisch. Mhm. Also wieder so alles halt das, was man braucht. Was. Ja. Ja. Ja, not bad. Ich finde auf jeden Fall, dein Hof ist richtig, richtig hübsch einfach. Richtig schön. War das an sich alles? Gebäudetechnisch, ja. Ich habe noch zwei Plantagen, wie gesagt. Und okay, warte, weil dann fliege ich nämlich einmal drüber. Ja, und halt die angrenzenden Felder. Ja. Aber meine Tiere habe ich schon wieder abgerissen. Ach stimmt, du hattest ja auch mal Hühner, ne? Ja. Warum? So viel Arbeit? Also das klingt jetzt echt, Du hast es nicht nötig gehabt? Ja. Es war mir zu doof, die Viecher zu füttern für die 3-4 Millionen. Das war, ja. Für die 3-4 Millionen, Junge! Okay, wow. Ja, also Taito hat alles richtig gemacht auf jeden Fall. Schön. Was baust du auf den Feldern an hier vorne? Raps für Diesel? Das ist Raps, genau. Okay, ja, das macht Sinn. Ich hab 3 oder 4 Rapsfelder und ein großes Sonnenblumenfeld. Mhm. Das heißt, also die Frage traue ich mir ja gar nicht kaum zu stellen, aber das heißt eigentlich, bei dir gibt es auch nichts mehr, was noch kommen sollte, so, oder? Also du bist eigentlich fertig. Ja, eigentlich schon. Also ich hab's mal durchgeplant, durchgerechnet. Es gibt nichts mehr, was ich irgendwie bauen könnte, um irgendwas zu optimieren. Also ja. Ich bin jetzt wirklich oben bei Max. Okay. Ich brauche auch nichts mehr tun. Ich brauche nichts mehr anbauen. Ich brauche nichts mehr anpflanzen oder ernten. Ja, ist okay. Du hast genug angegeben jetzt hier. Ja, okay. Nein, ja, cool. Nee, echt schön. Ich glaube, die Messlatte ist jetzt krass hoch, wenn wir jetzt auf die anderen Höfe gehen. Aber ja, ich danke dir sehr für den kleinen Einblick in deinen Hof. Sehr, sehr gern. Das war der Hof von Taldo und wir machen uns instant auf den Weg zum zweiten Hof und zwar den von, ja, auch einem Community-Mitglied von Faultier. Da schauen wir mal. Faultier gehört immer zu den eher ärmeren Leuten. Das liegt nicht daran, dass er kein Geld verdient, sondern daran, dass er es immer instant wieder ausgibt. Aktuell, wo ist er denn hier? 1,6 Millionen. Das ist schon für seine Verhältnisse, ist das schon wirklich sehr viel. Deswegen, ich habe den Hof auch ewig nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was mich da erwartet, wie es da aussieht. Yay, ich sehe deinen Namen. Wie du mich schon erwartest hier. Hallo, wo darf ich denn parken? Einfach hier in der Einfahrt. Einfach in der Einfahrt, okay. Ja, dann leg mal los. Warte mal kurz, wir heben mal kurz dein Auto ein bisschen weg, sonst knallt es gegen die Tür. Ach so, entschuldige bitte. Du hast gesagt, in der Einfahrt, Mensch, da habe ich mich auf die Einfahrt gestellt. Herzlich willkommen. Oder du musst sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du mich einlädst auf deinen Hof. Herzlich willkommen auf meinem Grundstück, genau. Wir fangen am besten mal mit meinem Wohngrundstück an. Mhm. Bescheidenes Zuhause mit den Parkplätzen auf der rechten Seite. Und natürlich auch ein Kercher zum Saubermachen. Wetterstation hier, damit man immer vorbereitet ist. Dann der Hinterhof mit meiner Hundehütte. Keine Ahnung, wo der Hund sich rumtreibt. Der ist jeden Tag woanders. Und meine Pferde, die ich nicht zum Züchten habe, sondern einfach nur zum aus Spaß durch die Gegend reiten und irgendwie Leute besuchen. Mhm.
Sehr schön. Von dir habe ich mir die Idee geklaut mit dem Pferdestall auf dem Hof. Quasi aus Deko-Gründen. So, dann haben wir hier üben meinen Haupthof. Mhm. Und es wurde ja immer wieder gesagt, ich habe so wenig Geld. Mhm. Weil immer wenn ich Geld habe, wird es investiert. Das liegt auch allein daran, dass ich eine ganze Armada an Anhängern habe. Ja. Vier Traktoren, drei LKWs, vier dazu oder fünf dazugehörige Anhänger und alles für mich alleine. Nicht schlecht, das ist eindrucksvoll, das so zu sehen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde immer noch die Farbe von deinem Wassertank hier ganz fabulös. Ganz zauberhaft. Habe ich dir ja auch nachgekauft. Guck mal, ich mache dir alles nach, Mensch. Womit hast du denn, erzähl doch vielleicht mal kurz, womit hast du deinen Hof angefangen? Mit welchen Produkten sozusagen? Was war der Plan, was du machen willst? Der ursprüngliche Plan war, Richtung Brot zu gehen, um damit eben auch die Werkstatt zum Beispiel boosten zu können später. Mhm. Aber Nachfrage ist praktisch überhaupt nicht vorhanden und mit der Zeit hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt von allen ein bisschen mache sozusagen. Mhm. Okay. Zwischenzeitlich hatte ich auch zwei Fische, inzwischen habe ich nur noch einen und der bringt mir ordentlich Fische ein, was gut Geld bringt. Ah, okay. Ja gut, Fische auch eine Fettmod, ne? Ja, muss auch mit Diesel betrieben werden und es frisst auch Leerpaletten ohne Ende. Natürlich darf ein unterirdisches Palettenlager auch nicht fehlen, da werden zum Beispiel auch die Fische drin gelagert. Mhm. Ja, stimmt, für deine Produkte brauchst du das auf jeden Fall. So, noch eine kleine Lagerhalle hier hinten. Hier habe ich noch einen Gesteinsbrecher, falls ich mal Steine vom Feld holen sollte, damit ich die entsorgen kann. Außerdem, haben wir die nicht deaktiviert? Haben wir deaktiviert, aber ich hatte hier eine Lücke und ich dachte mir, die Lücke kann ich damit gut füllen. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar keine Steine. Hier stelle ich praktisch Mehl her. Mhm. Und die Brotfabriken, das sehen wir später noch drüben im Industriegebiet. Industriegebiet, okay. Gut. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal hinter den Damm und besuchen mal die Bienen. Okay. Hier habe ich ein Gewächshaus, da werden praktisch Erdbeeren angepflanzt. Das reicht für meine Kuchenproduktion, die ich habe. Mhm. Und inzwischen 29 Bienenhäuser. 29? Und du verkaufst den Honig einfach nur oder brauchst du den für irgendwas? Der Honig, der wird direkt verkauft. Ich lagere ihn ein und wenn er guter Monat ist, dann stelle ich auf Direktverkaufen um. Dann habe ich hier meine Grasscheune. Mhm. Mit dazugehörigen Geräten natürlich, zum Gras und hier noch zum Wassertransport machen zusätzlichen Anhänger. Mhm. Denn hier am Ende von der Fläche habe ich einen Schafstall, einen großen. Ja, der bringt mir ein bisschen Wolle und die lasse ich nebenbei zu Stoff und ein bisschen Kleidern, wo ich auch direkt verkaufe praktisch. Mhm. Als zusätzliche Einnahmequelle, damit einfach der Platz genutzt ist. Mhm. Dann würde ich sagen, rennen wir mal kurz zum Industriegebiet. Hier haben wir dann das Verkaufsgelände. Das sind lauter Verkaufsgebäude, die man bei der Produktion praktisch nochmal extra auswählen kann. Der Vorteil an diesen Gebäuden ist, es sind rund um die Uhr offen. Das heißt, es muss keiner irgendwie einen Lohnerstatus geben oder so. Mhm. Jeder kann hier seine Sachen verkaufen. Das eine ist praktisch zum Milchverkauf. Dann habe ich hinten einen Bauernmarkt, habe eine kleine BGA, also so ein Heizkraftwerk. Mhm. Und überall ein bisschen versucht, das Ganze bisschen hübsch, also hübscher zu machen als normal. Und nebenan haben wir praktisch mein neues Industriegebiet. Angefangen hier gleich mit der großen Raffinerie, die mir Diesel herstellen kann, den ich zum Glück dann automatisch verteilen kann. Das heißt, ich muss auch keinen Diesel zu meinem Fischer liefern, hoch zum Hafen. Ah, okay. Sondern ich kann es direkt von der Fabrik aus rein verteilen lassen. Okay, das ist cool. Ich habe zwei Spinnereien mit entsprechendem Grünzeug außenrum, die mir praktisch aus der Wolle von den Schafen hinten Stoffe machen. Und habe dann eine Schneiderei, die aus den Stoffen Kleidung macht. Die zwei Spinnereien kommen doch aber niemals bei dem großen Schafstall hinterher, oder? Nö, ich habe etwas mehr Schafe und ich habe auch etwas mehr Wolle dann. Es soll sich halt einigermaßen auszahlen. Ich will ja nicht irgendwie groß reich werden oder damit das Ganze dann verkaufen. Mhm. Es soll einfach ein bisschen genutzt werden auf der Platz. Okay. Hier kann ich praktisch aus der Milch, die ich von den anderen Spielern einkaufe, meine Butter noch herstellen, die ich für den Kuchen brauche. Mhm. Weil Milch und Butter brauche ich ja beides dann für den Kuchen drüben. Mhm. Ein kleiner Hühnerstall für die Eier. Ach ja, brauchst du ja auch, ne? Und hier habe ich meine drei Bäckereien, die hatte ich früher drüben in meinem Hof mit dabei, aber zum Ausgleich, damit der Hühner mehr steht und drüben nicht alles vollgeklatscht, das habe ich sie darüber verlegt. Mhm. Und hier stehen meine beiden neuen John Deere, nachdem ich meinen alten Fendt verkauft habe. Mit jeweils zwei Schneidwerken, je nachdem, was ich brauche. Eine extra Werkstatt, damit ich nicht drüben in das andere Gebiet fahren muss. Mhm. Und wenn ich sie mal ganz schnell zum Arbeiten zu dir schicken will, dann kann ich sie notfalls auch auf meinen Tieflader hier draufklatschen und kann sie dann schon wieder zu dir schleppen auf einmal. Ja, nicht schlecht. Ihr habt alle so, ich bin voll begeistert, ihr habt alle so irgendwo noch so kleine Park-Areas, wo irgendwie noch Geräte stehen. Bei mir stehen alle Geräte irgendwie auf einem Fleck. Aber das ist sehr schön so.
Hast du denn noch irgendwas Bestimmtes vor? Also willst du noch irgendwie was bauen oder hast du noch irgendwie einen Plan? Oder sagst du, du bist eigentlich wunschlos glücklich und willst nur die Produktion so am Laufen halten? Also meine Sachen laufen jetzt soweit durch, wie ich es brauche. Ist alles gut. Alles, was ich jetzt praktisch noch plane, das ist praktisch höchstens noch Sachen auf Vorrat für andere, die es dann brauchen können zum Kaufen. Ja, toll. Mensch, dann danke ich dir auch für deine Hofführung. Bitte gerne. Schön war's. Und ja, toll. Dann gucken wir uns mal die nächsten an. Ich bin sehr gespannt, ob die alle so krass sind eigentlich. Ich habe die Höfe gesehen, gefühlt eine Woche, nachdem wir angefangen haben. Und danach nicht mehr. Deswegen, das hat sich schon einiges hier getan. Das war Hof 2, den wir jetzt gesehen haben. Auch riesig und halt schon total so durchdacht alles. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die uns auffällt mittlerweile. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir spielen, wie viele Wochen, Monate. Aber wir kommen alle so an den Punkt, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, was man noch Neues bauen soll sozusagen noch auf den Höfen, weil die einfach mittlerweile so ausgeklügelt und so ausgedacht, also ausgedacht klingt komisch, aber so vollkommen sind, das ist ein gutes Wort, ja, dass sie eigentlich fast fertig sind. Dann fahren wir jetzt zu dem nächsten Hof und das ist der Hof, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass der sehr eng gebaut ist. Also Raptor, auch ein Community-Mitglied von mir, baut das immer alles sehr gern so, dass man ein bisschen rangieren muss und deswegen bin ich sehr gespannt, wie gleich der Hof aussieht. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Hier Hofeinfahrt, hier auf der linken Seite haben wir dann gleich mal unsere große Halle stehen. Die fand ich total cool. Durch dieses Eck mit den Glasscheiben, da kannst du mal schön irgendwas präsentieren direkt an der Einfahrt. Da haben wir meistens unseren Maishäcksler stehen. Ist die bei Unterständen? Oh, ich kann nicht die Tür aufmachen. Kannst du mir einmal die Tür aufmachen? Oder kommt man da rein? Ja, ne? Ja, ich kann aufmachen. Ich kann dich auch mal. Ist die bei Unterständen ganz normal? Die ist ja super cool. Genau, bei den Hallen ist die drin. Lohnunternehmerhalle, glaube ich, heißt die. Aha, die ist aber sehr schön. Ja, muss ich mir merken. Riesengroß, aber sehr schön. Ja. Mhm, toll. Ja, du kannst ja mal ganz kurz sagen, was ihr eigentlich auf dem Hof macht. Was habt ihr für Produkte, was stellt ihr so her? Was stellen wir her? Also, wir stellen für die ganze Map, für alle anderen Spieler, das Saatgut und den Mineraldünger her. Den verkaufen wir an alle und dann auch noch, wer will, kauft bei uns Milch, da wir einen großen Kuhstall haben. Und die Milch verkaufe ich einmal so direkt oder ich habe dann noch eine Käserei stehen, eben von dieser Fat Action Mod. Da produziere ich dann noch Käse, Frischkäse und Mozzarella. Mhm. Die verkaufe ich dann, aber das sind eher Produkte, die man da direkt an die Hofstellen beziehungsweise diese Verkaufsstellen da abfährt, weil das kein anderer Spieler braucht. Ja gut, das sind ja größtenteils auch schon Endprodukte, ne? Okay, also genau, Käse ist ja nicht mehr so viel. Okay, ja, schön. Machst du oder macht ihr noch Silage eigentlich? Machen wir auch noch. Wir haben ja eine Biogasanlage stehen. Die stimmt. Siehst du dann später auch noch. Mhm. Und den Kuhstall eben, dafür brauchen wir ja auch Silage. Stimmt. Aber deutlich weniger als zu Beginn. Der Hof hier war am Anfang der Hof, der am reichsten war, weil zum einen natürlich wegen der Windräder. Das ist so ein Running Gag, weil am Anfang hat dieser Hof sein Geld investiert, einfach nur um Windräder zu bauen. Ja, und dann vor allem durch Silage. Genau, hier unser kleines Wohnhaus, schnuckelig. Hab versucht, das ein bisschen mit den Möglichkeiten, die wir dekorativ haben. Ja, die ja nicht so groß sind. Ja, zu versuchen, das möglichst schön hinzubekommen. Jetzt sind ja noch weitere Deko-Möglichkeiten dazugekommen mit diesen Blumenkübeln, die es jetzt noch gibt. Aber da habe ich jetzt noch keine Zeit für gehabt, da noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Genau, ich habe unseren Hof schon ein paar Mal umgemodelt. wollte jetzt aber hier eigentlich einfach das Ganze ein bisschen enger haben, ein bisschen realistischer haben. Darum habe ich jetzt hier einfach das Silo mit auf den Hof gestellt. Direkt nebenan eine große Halle für unsere zwei Ernter. Einmal den Mähdrescher und den Zuckerrübenvollernter. Mhm. Dass man die wirklich so durchfahren kann und nicht irgendwie rückwärts irgendwo rein manövrieren muss. Habe ich bei dir gesehen, dass es immer ein bisschen problematisch ist. Ja, bei mir ist es ein bisschen eng, das stimmt. Gerade mit dem Schneidwerk. Genau, und hier, man kann einfach gerade durchfahren und dann ist alles cool. Ja, genau, ist hier gut. Gehen wir nochmal zurück. Hier habe ich unseren Traktorunterstand. Hier haben wir unsere ganzen Traktoren normalerweise drin stehen. Da steht auch noch dein alter Valtra, den stimmt, du früher hattest. Das war ja meiner. Ja. Ach ja, toll.
Die anderen Traktoren sind gerade alle unterwegs, oder wo sind die? Die sind alle unterwegs, ja. Einer steht hier drüben in der Halle in der Werkstatt mit dem Grupper. Unser Xerion ist hier auf dem Silo zum Verdichten der Silage. Und hier eben, weil wir gerade am Maishäckseln sind, noch zwei Fendt und der Krone Maishäcksler. Mhm. Auch guter Fuhrpark hier auf jeden Fall. Ja, ich mag das, wenn einfach die Gespanne gleich aussehen. Gleicher Traktor, gleicher Anhänger. Mhm. Finde ich einfach schön. Ja. Okay. Dann hier, gut, ist nochmal so Unterstellhalle für die größeren Maschinen, die jetzt ein bisschen schwieriger sind zu manövrieren, vor allem beim Rückwärtsfahren. Mhm. Ich gedacht, okay, dann nutze ich den Platz, den ich hier vorm Silo sowieso brauche, um zu manövrieren. Nutze ich das aus und mache hier die Halle, dann verschwende ich keinen Platz. Mhm, ja. Hier links haben wir noch den Kuhstall. Mhm. 1000 Kühe haben wir aktuell, Milchkühe. Mhm. Machen richtig viel Arbeit und fressen auch richtig viel Futter. Ihr habt den, das ist ja der Stall, der aber automatisch auch füttert, ne? Also diesen Fütterungsroboter, oder? Genau, der hat den Fütterungsroboter, ja. Wir müssen dann einfach seitlich nur unsere einzelnen Sachen reinfahren, Silage, Stroh und Heu und Mineralfutter, und der Fütterungsroboter füttert und beziehungsweise mischt und füttert automatisch. Mhm. Ja, okay, das ist ja dann schon ein bisschen entspannter. Hier ist unsere Werkstatt, die haben die anderen ja bestimmt auch schon erklärt, die haben sie ja auch, ne? Ja, ja. Und das hier ist jetzt die Käserei. Ziemlich großes Areal. Die ist ja hässlich. Ja. Voll der graue Block, ey! Ja, aber keine Ahnung, ich wollte hier in der Mitte nicht irgendwie noch dekomäßig was verändern, weil man doch immer wieder hier durchfährt. Ja. Und dann fahre ich jedes Mal über diese Grünflächen drüber und das hat mir einfach nicht gefallen. Ah, krass, die ist ganz schön hässlich. Und dann habe ich auf der anderen Seite von der Straße noch den zweiten Teil unseres Hofes. Mhm, ich komme. Die Seite habe ich gekauft nach Absprache mit meinen Kollegen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Biogasanlage bauen. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Das wollen wir auf der anderen Seite nicht alles reinquetschen, so nebeneinander. Mhm. Wir haben dann dieses Feld gekauft, aber ich fange jetzt trotzdem einfach mal hier an. Hier haben wir eine kleine Halle stehen, die habe ich einfach gebaut, um so Sachen reinzustellen, die man eigentlich nicht braucht, aber halt trotzdem hat. Okay. Dann haben wir hier die Heutrocknung, da fahren wir einfach Gras rein und es wird zu Heu verarbeitet. Dann sparen wir uns auf dem Feld die Überfahrt mit dem Wender. Ah, okay. Und dann fahren wir einfach Gras nach Hause und können dann hier auf dem Hof entscheiden, okay, machen wir jetzt Heu oder machen wir daraus Silage. Mhm. Ja, krass. Macht's gut. Relativ einfach. Genau. Ja. Hier ist unsere Saatgutproduktion. Mhm. Und auf der anderen Seite das Silo dazu. Mhm. Dann haben wir hier einen Separator stehen. Da stellen wir unser Herbizid her. Ja. Gut, hier den Bauernmarkt. Den haben wir auch viele. Gebaut, um einfach Produkte zu verkaufen, die überschüssige Milch, glaube ich, zu verkaufen oder den Käse. Oh, ist das aber schön gemacht hier. Ja, da habe ich mir Mühe gegeben, hier den kleinen Garten anzulegen. Sehr hübsch. Hier auch die Durchfahrt. Mir haben die Lampen hier gefallen. Da habe ich gedacht, okay, pflaster ich den Boden hier ein bisschen. Das sieht ein bisschen authentischer aus, ein bisschen uriger. Ja, schön. Und nebendran potthässlich diese riesen Biogasanlage. Das stimmt, schön ist sie nicht. Ja. Ja, hier noch das Heusilo. Da, also da haben wir drin, oh Gott, muss ich selber schauen. Heu, Silage, Stroh. Fahren wir da rein und raus. 10 Millionen Liter Silage, ja. Hier haben wir dann noch unseren Komposter. Den habe ich vor kurzem erst gebaut, da ich meine Mineraldüngerproduktion ein bisschen optimieren wollte. Und ich kann auch Mineraldünger aus Kompost herstellen und hier Gras, Stroh und Mist. Häckselgut habe ich sowieso auf dem Hof. Mhm. Gerade okay, baue ich den Komposter noch und bringe noch ein bisschen mehr Mineraldünger aus meiner Produktion. Mhm. Dann haben wir hier noch unser zweites Bunkersilo und das war's dann auch schon. Schon, ja. Oh, das ist ja ganz leer, Mensch. Ja. Ja, krass. Krass, krass. Auch riesengroß. Ich glaube, aber ich habe jetzt auch genau die drei Höfe gezeigt von den Leuten, die am meisten Zeit reingesteckt haben. Die auf jeden Fall am allergrößten sind. Ja, du hast ja auch ordentlich gegrindet auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann haben wir mit dem Server angefangen? Ende November?
Es ist nicht mehr kann sein, ja. Ist noch nicht gar nicht so lange her. Aber trotzdem, die Anfangszeit war schon brutal. Ja. Hast du noch, achso, warte mal, eine Frage. Habt ihr irgendwas geplant? Habt ihr eigentlich nicht mehr, oder? Dass noch irgendwas gebaut werden soll oder so? Aktuell steht nichts an. Wir sind an der Feldgrenze, an der maximalen von 10 Feldern. Es ist genug Arbeit, hier alles am Laufen zu halten. Dann vielen, vielen Dank auch dir für die Tour. Dankeschön. Gerne. Das war Hof Nummer 3, den wir uns angeschaut haben. Und wie gerade schon gesagt, sind das, glaube ich, auf jeden Fall die Leute gewesen, die auch am stärksten gegrindet haben, das ganze Game. Bin dann jetzt mal gespannt. Wir werden jetzt zum nächsten Hof fahren. Und das ist, also, zwar auch schon von Anfang an dabei, der Hof, aber zumindest zwei Spieler, die nicht ganz so viel Zeit hatten, so krass reinzugrinden. Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir einen etwas kleineren Hof sehen. Oh, ich brauche schon wieder einen Unfall. Mann, also dieses Golfkart ist wirklich nicht mein Ding. Aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Also als ich den Hof das letzte Mal gesehen habe, standen da gefühlt nur zwei Häuschen. Das kann sich jetzt mittlerweile alles verändert haben. Wir gucken mal, was uns erwartet. So, darf ich das hier vorne parken und stehen lassen? Ich habe leider keinen Besucherparkplatz. Das ist frech. Bisschen ja, frech. Aber du hast das Winteroutfit an. Ja, du hast dich hier in so einen Mantel geschmissen mit Mütze und sogar Handschuhe hast du an. Weil hier ist richtig Winter ausgebrochen. Ich ziehe mich gefühlt jedes Mal um, wenn ich hier bin. Also, echt? Okay. Ja, ich weiß halt nie, wie ich aussehe. Vielleicht magst du als allererstes mal sagen, was dein Hof macht. Mein Hof spezialisiert sich auf Zucker aus dann Zuckerrüben. Rübenschnitzel, Sorghum, Hirse wird das nächste sein, da was dazu kommt. Und der verarbeitet das noch zu Melasse, im Labor dann zu Siliziermittel. Okay, ja, na dann fühl mich doch einfach mal rum. Zeig mir mal, was es so gibt. Zu Beginn des Hofs ist rechts das Flüssigkeitslager. Mhm. Linke Seite ist ein Silo, also hinter dir gerade, genau, für Saatgut. Für den Dünger und das Schweinefutter. Mhm. Wir haben nämlich auch Schweine, zeige ich dir auch gleich noch. gehen wir erstmal durch den sparsamen Teil. Hier der sparsame Teil? Warum der sparsame Teil? Ja, weil hier sehr wenig steht. Ach so, weißt du das? Okay, verstehe. Hier ist eine Werkstatt, einfach weil Platz da war. Also ihr mögt auf jeden Fall diese riesigen Strahler. Die stehen ja wirklich überall. Also, da wenn man hier nachts ist, merkt man nicht, dass Nacht ist. Das glaube ich dir, es ist einfach taghell. Ja, aber das ist, man will ja auch sehen, wo hier was ist und ob was im Weg steht, ne? Ja, selbstverständlich, klar. Mhm. Und, dann haben wir hier rechts das Lager, das Palettenlager für Zucker und Honig. Mhm. Wir haben einen Bienenstock irgendwo an irgendeinem Feld stehen. Ja, moin. Ist halt nur so, sieht schön aus. Ja, verstehe. Dahin. Hier das Silo, was schon dreimal erweitert wurde. Und sagen, das ist ja riesig. Dann haben wir hier hinten eigentlich den Mittelpunkt des Hofs. Die Zuckerfabrik. Mhm. Von, da ist ein Fettmod. Mhm. Die haben wir mittlerweile dann auch stehen. Mit hier rechts noch dem Labor dabei. Mhm. Ja, für Dingsbums, ne? Siliermittel. Siliermittel und Hefe stelle mir. Ach, Hefe auch, okay. Ja. Hefe auch nur, weil wir das auf der Map theoretisch noch an den Hof da jetzt dann weiterverkaufen könnten oder können. Nehmen halt nicht so viel ab. Das heißt, der Großteil wird einfach verkauft. Wird halt so verkauft, genau. Dann okay, ja. Ja, und dann haben wir noch ganz hinten rechts eine Base Game, da jetzt eine Zuckerfabrik, um die Rübenschnitzel noch zu verarbeiten zu Zucker. Ach, das geht in der Fett nicht? Nee, das geht in der nicht. Ah, okay. Die kann nur aus den normalen Rüben da jetzt einen Zucker machen oder Sorghumhirse. Mhm. Ja. Aus Sorghumhirse Zucker? Nee. Ja, hat mich selber gewundert, aber das geht, ja. Okay, aha, interessant. Wie, weiß ich auch nicht, aber das ist, wie gesagt, das Nächste, was wir dann probieren wollen, was das macht und was da wirklich bei rumkommt. Dann habe ich hier noch ein Klärwerk.
Erklärung kommt gleich, wenn wir dann beim Schweinestall sind. Okay. Hier rechts dann eine Halle mit den Geräten für das Grasfeld und dem Tankwagen. Der hat woanders keinen Platz mehr gefunden. Was macht ihr aus dem Grasfeld? Das Grasfeld ist tatsächlich jetzt mittlerweile tot. Okay. Das diente bei uns zu Beginn für die Silage. Ah, um einfach Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen, genau. Aber jetzt mittlerweile kommen wir da jetzt dann gar nicht mehr dazu, das zu machen. Durch das Feld da jetzt an 59, dann haben wir unten noch auf 80 und der 81 noch Zuckerrohr. Mhm. Dann haben wir hier Schweine in dem, ich meine, es wäre der Base-Game-Schweinestall mit 800 Schweinen. Okay. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ist auch nicht genau, wir können ja schnell gucken. Fettmod. Ist Fettmod, ja. Base-Game hat 270. Hier an der Wand steht's auch dran. Ah, ja, guck mal, toll. Gerade. So ganz klein. Das ist ein Separator. Gegenüber noch die BGA und damit schließt sich der Kreis, wieso wir auch ein Klärwerk haben. Die Gülle aus dem Schweinestall machen wir zur BGA rüber. Mhm. Die BGA hat als Nebenprodukt da jetzt dann Gärreste. Mhm. Die Gärreste kommen in den Separator. Der macht daraus Herbizid und dann Abwasser. Das kommt in das Klärwerk. Das Abwasser wird dazu Frischwasser. Okay, also ihr habt auch einen ganz guten Kreislauf euch da aufgebaut. Komplett auf dem Hof ein eigener Kreislauf, dass wir so wenig wie es geht halt wegschmeißen müssen insofern. Okay. Dann haben wir hier die Werkstatt für die Wartung. Die wir halt brauchen, dafür die ganze Produktion. Hier habe ich dann den ganzen Fuhrpark untergebracht. Zwei Rübenroder. Mhm. Die kleine Variante. Wow, hochglanzpoliert hier euer Transporter. Ja, ist halt Chrom, ja. Tiertransporter, damit wir auch mal selber die Schweine da jetzt wegbringen können. Und ums Eck rum stehen dann in der kleinen Halle noch die Fahrzeuge. Ah ja. Drei Traktoren und ein LKW, das ist alles, was ihr an denen habt? Wir haben an Zugfahrzeugen ist das Einzige, ja. Okay. Ja gut, das ist jetzt nicht wenig, ne? Ja, wir sind auch nur zu zweit, also wir haben halt eine Trecker, einen für einen Helfer, den wir dann mal fahren lassen und zwei, die wir dann ja selber nutzen. Ja. Das ist so mein... Ach, ihr habt auch das Silo. Ah, okay. Ja. Ja. Ach, schön, krass. Kleiner, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mein kleiner E-Trecker. Und hier hinter auch die Ladesäule. Der ist ja süß. Ja, ne? Der ist ja wirklich niedlich. Auf jeden Fall Kontrast so zum Rest. Der Rest ist ja doch sehr clean und industriell, sag ich mal. Ja. Ich habe auch noch relativ viel Platz gelassen, wollte jetzt nicht zu sehr zubauen, weil ich aktuell, also mit dem Zucker sind wir so langsam an der Grenze vom Machbaren auf dieser Map. Wie gesagt, das Thema mit der Sorghumhirse ist jetzt noch das, was noch offen ist, aber ansonsten sind wir da von der Produktion her, was man aus den Rüben selber machen kann, eigentlich so ziemlich durch. Ja, aber ihr habt ja, ist ja nicht so, dass ihr zu wenig hättet hier. Also es ist ja Nö. Auch also, ein riesengroßer Hof. Wie alle er einfach. Er ist groß geworden mittlerweile, ja. Ja. Ich bin ja erst später dazugekommen und da war das ja nicht vergleichbar. Da war das sehr spartanisch. Also wir hatten dann irgendwann 4 Base-Game- Fabriken für Zucker, die halt mittendrin standen. Ja. War halt okay. Und dann kamen wir ja an die Grenze für die Produktion da auf der Map. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich die 4 Produktionen da jetzt dann abgerissen. Ja, das macht Sinn.
und dann die große da ist dann hingestellt und noch eine kleine da in die Ecke hinten. Um halt selber auch dann noch die Möglichkeit zu haben, vielleicht noch da eine Produktion hinstellen zu können. Ja, toll! Mensch, aber da sage ich auch wieder sehr Dankeschön. Sehr Dankeschön. Ja, ne? Naja, du weißt, was ich meine. ja. Danke für die Hoftour. Auf jeden gerne. Fall auch sehr cool. Sehr schön gemacht, echt. Ich bin begeistert, was ich hier alles sehe. Und damit machen wir uns dann jetzt auch schon auf den Weg zum letzten Hof, den ich euch zeige. Auch ein spannender Hof, weil er auch direkt von Anfang an mit dabei war. Ich muss ja ein bisschen gucken, wie ich hier fahre am klügsten. Weil er von Anfang an mit dabei war und weil er auch, also habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, den Hof. Und da ist zum Beispiel die Schlachterei, das weiß ich tatsächlich. Also alles, was ich von dem Hof weiß, ist, dass es da einen Schafstall gibt oder zumindest gab. Und auf jeden Fall gibt es eine Schlachterei. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich dann jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie der mittlerweile aussieht und was da alles so passiert ist. Ich sehe dich, toll. Wo darf ich denn meinen Flitzer parken? Hier du einfach darfst einmal. Den Flitzer hier darfst du ihn parken. Toll. Na dann bleiben wir mal hier stehen. Genau. Ja, Mensch, toll. Dankeschön, dass ich hier auch mal mir deinen Hof jetzt anschauen darf. In deinem Cowboy-Outfit. Mit meinem. Ist ja nicht nur mein Hof. Euren Hof. Ja, Michelle aber und Finger ja eigentlich auch noch. Du repräsentierst ihn jetzt hier. Genau. Toll. Ja, erzähl mal, was dein Hof alles macht. Ja, wir haben uns bei dem Hof hauptsächlich auf die Schlachterei spezialisiert und alles, was da drum gehört. Also die Anlieferung von Tieren, die Schlachtung und auch dann deren Verkauf von den Endprodukten. Teilweise haben wir die Tiere selber, die wir schlachten, wie zum Beispiel die Schafe oder da drüben auf der anderen Seite Hühner. Mhm. Und wiederum manche Tiere wie Rinder, die kriegen wir von anderen Höfen geliefert. Ja gut, dann, ja, dann fühl mich doch einfach mal rum. Genau, dann fangen wir mal an. Gut, wo es losging mit dem Hof, hat war alles das noch nicht. Da ging es halt ganz einfach los mit Bienen, die hier vorne noch stehen. Dann Silage, sehr viel Silage gemacht, Aufträge gemacht. Wie alle irgendwie. Wie alle, genau. Der Start war, glaube ich, bei allen gleich. Ja. Und mit der Zeit. Und dann kam halt diese Idee mit dem Schlachthof. Der sich da hinten... Boah, ihr habt aber auch viel hier in eurem Palettenlager, sehe ich schon. Ja, das ist halt immer nur monatsweise, da wir ja fast immer nur einmal im Jahr verkaufen, sammelt sich das halt, das ist immer so jetzt eine reichliche Jahresproduktion oder sogar ein bisschen mehr, weil wir den letzten Verkauf verpasst haben. Ja, nicht schlecht. Hier hinten befindet sich der, hier ist da noch so ein, der Unterstand mit den Geräten, die wir brauchen für die Feldarbeit, weil wir haben noch andere Sachen wie den Schlachthof, dazu aber dann später mehr. Okay. Das ist der Schlachthof. Hier werden die Tiere angeliefert. Kann man alle Tiere im Schlachthof schlachten? Ich glaube, Pferde man, nicht, oder? Pferde nicht. Man kann schlachten Schweine, Schafe, Rinder und Hühner. Okay, also ja, alles außer. Aber genau, alles außer. Pferden und Hunden. Pferden. Genau, und Pferde und Hunde nicht. Naja. Ja, gut. Ich sehe das schon, sonst schreibt jemand später in die Kommentare. Bienen sind auch ein Tier, das kann man auch nicht schlachten. Naja. Der Schlachthof ist ziemlich unscheinbar, aber sehr wirtschaftlich. Also er bringt sehr viel Profit, wenn er einmal richtig läuft. Ich habe das Gefühl, dann, die ganzen Fettmods bringen super viel Geld, ne? Und das ist dann der Auslieferungsbereich, wo dann die Paletten ausgelagert werden. So, das war eigentlich schon der Schlachthof, aber der Schlachthof war nur der Anfang. Und dann haben wir uns, wie soll ich sagen, erweitert. Weil dann war das Problem mit, weil es gab welche, wir hatten auch einen Kuhstall zwischendurch mal. Und der musste halt, aber erst dann zu zeitaufwendig, deswegen haben wir wieder abgerissen. Und der braucht sehr viel Zutaten, sag ich mal, für das Futter. Unter anderem auch dieses Mineralfutter, das man im Shop kaufen kann. Man kann es aber auch selbst herstellen. Und da haben wir eine Futterfabrik aufgebaut, die sich da hinten oder ein Teil der Produktionskette, weil das ist ja, dann kommt ja eins zum anderen, das sich da hinten befindet. Ach, so weit entfernt habt ihr nochmal gebaut. Ach krass, okay. Ja, wir haben nochmal am anderen Ende der Welt gebaut. Ja, das haben auch so viele gemacht von euch, dass ihr so an unterschiedlichen Stellen dann nochmal was aufgebaut habt. Bei mir ist das einfach ein Riesenklotz sozusagen, wo einfach alles steht. Ja, das waren halt schon die vorgegebenen Flächen von der Karte, dass man keine Felder jetzt groß
Ja, bietet sich ja an. Da haben wir die halt gekauft. Dieses kleine hier in der Mitte ist die eigentliche Futtermittelfabrik. Mhm. Diese drei Silos. Aber um diese am Laufen zu halten, braucht man wieder andere Rohstoffe. Okay. Wie zum Beispiel wieder Kleie. Mhm. Und Kleie ist wieder ein Abfallprodukt der Mehlproduktion. Das heißt, deswegen ihr produziert Mehl? Wir produzieren Mehl in dieser großen Fabrik hier links, rechts. Aha, okay. Das ist die Mehlfabrik. Die produziert aus jeder Art von Getreide, also Dinkel und Roggen und Weizen, produziert sie Mehl. Mhm. Und aus Abfallprodukt entsteht Kleie. Und diese Kleie vermischt mit Hefe, die wir wieder von einem anderen Hof beziehen. Und ja, dem Kalk, den wir auch selber produzieren, aus Muscheln. Die ihr auch von einem anderen Hof kauft? Nein, die wir selber von unserem Fischer am Hafen beziehen. Ach so, ihr habt auch noch einen Fischer, okay. Ja, oder einen Fischer am Hafen. Da beziehen wir die Muscheln und daraus stellen wir Muschelkalk, stellen wir dann Kalk her, den wir dann am Ende für unsere Futterfabrik brauchen. Okay, also da gehört auch einiges mit dazu. Da ist dann wirklich extrem diese Liefer- oder beziehungsweise Lieferketten. Mhm. Und die Futtermittel, die ihr jetzt produziert, also ist das nur für eine bestimmte Tierart? Ich weiß es gar nicht. Oder? Ist nur, also die Futtermittelfabrik würde auch Schweinefutter herstellen. Da müsste man dann Kartoffeln und Rüben so und Karotten rein. Aber wir stellen nur Mineralfutter her und das ist als Zusatzstoff für die Kühe, genau für dieses Hauptfutter für die Tiere, also für die Kühe. Aha. Ja, okay. Ja, da hängt einiges mit dran. Verstehe. Aber habt ihr eigentlich, also ihr habt ja noch ein Grasfeld, wahrscheinlich für die Schafe, um die zu verpflegen? Gras nehmen wir noch für die Schafe und für die Silage, weil wir haben auch noch zur Stromerzeugung eine eigene BGA, damit wir diese ganzen Fabriken auch am Laufen halten mit Energie. Okay. Da haben wir einmal ein Windrad. Und dann noch zusätzlich die BGA. Und die BGA füttern wir halt mit Silage. Was habt ihr auf den anderen Feldern drauf? Also ihr habt ja auch ein paar Felder. Sind die alle mit Gras? Wo wir jetzt hier drauf sind, das ist Gras, genau. Und dann haben wir noch ein Grasfeld. Und dann haben wir noch zwei Getreidefelder für die Mehlfabrik. Ah ja, stimmt. Und als Hühnerfutter. Ja, stimmt. Die habt ihr auch noch. Aha, gut. Also eigentlich auch alles sehr gut durchplant bei euch. Gut, das heißt, dann steht dann noch die BGA. Die BGA, die steht hier, genau, da können wir nochmal drauf zulaufen. Ja. Hier sind dann noch zwei Unterstände für unsere Maschinen und Fahrzeuge, große Fahrzeuge hier, die Sattelauflieger zum Ausliefern von den Paletten. Auch diesen Chrom-Hochglanz-Transporter. Ja, extra geputzt. Genau, sehr und schön. Hier ist dann die BGA, die aus Silage und Mist macht sie halt Biogas. Und als Abfallprodukt kommen dann halt Gärreste und die werden wieder, da haben wir auch wieder einen kleinen Kreislauf, die werden wieder in einem sogenannten Separator, werden die wieder getrennt und daraus entsteht wieder Mist und zusätzlich als Nebenprodukt Herbizid, was man dann wieder zur Unkrautbekämpfung nimmt, wieder für die Felder zum Düngen, zum Pflanzenschutz. Genau. Ja, okay. Ist denn noch irgendwas geplant für euch? Also sagt ihr, habt noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollt ihr noch unbedingt bauen oder seid ihr an sich? Eigentlich nicht. Jetzt haben wir eigentlich soweit alles, weil es ist schon ziemlich aufwendig, das, was wir jetzt haben, am Laufen zu halten. Aber ey, es ist so spannend zu sehen, dass so alle Höfe in so eine andere Richtung gegangen sind, aber jeder sich so einen kleinen Kreislauf da aufgebaut hat. Voll schön. Ja, toll, Mensch. Dann das war's dann eigentlich auch schon. Ja, Dann danke ich dir sehr. Ich fliege hier nochmal so Vogelperspektive über deinen Hof drüber, um das nochmal alles von oben zu sehen. Das sieht immer so anders aus, ist mir aufgefallen. Von oben, als wenn man das vom Fußläufig sich sozusagen anschaut. Aber schön. Nee, dann danke ich dir auf jeden Fall auch sehr, dass du mir einmal deinen Hof vorgestellt hast. Das waren nun einige Höfe auf meinem LS22-Server. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Produkte du herstellen würdest, wenn auch du einen Hof auf meinem Server hättest. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und natürlich auch ein kostenloses Abo, wenn du das noch nicht gemacht hast hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.